Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema HOAP. HOAP, ausgesprochen HOAP, steht für Proof of Attendance Protocol und es handelt sich dabei um einen digitalen Badge oder Token, der als Nachweis für die Teilnahme der Anwesenheit einer Person an einer bestimmten Veranstaltung, Aktivität oder einem Meilenstein dient. Im Kern ist HOAP ein ERC-721 Token, das heißt ein NFT, der die technische Grundlage für dieses digitale Nachweiskonstrukt bildet. Die Hauptidee hinter HOAP ist es, einen dezentralen Weg zu schaffen, um die Teilnahme oder Anwesenheit bei Veranstaltungen nachzuweisen und zu verifizieren. Damit kann man Erlebnisse und Erinnerungen in der digitalen Welt festhalten. Anders als traditionelle Erinnerungsstücke wie Tickets, Fotos oder Badges bietet HOAP eine blockchain-basierte, unveränderliche Nachweis von Erlebnissen und Teilnahmen. Das heißt, ein HOAP ermöglicht es Teilnehmenden, eine digitale Sammlung ihrer Erlebnisse aufzubauen. Soweit der Werbetext. Vielleicht haben Sie auch schon von Soulbound Tokens gehört, SBTs. Das sind nicht transferierbare NFTs, so wie der kürzlich lancierte Trumpcoin WLFI, wobei der Trumpcoin eben ein nicht transferierbarer Fungible Token ist nach ERC20 und das ist ein SBT ist ein Non-Fungible Token, ein NFT. Soulbound Tokens basieren ebenfalls auf einem ERC-21, sind aber modifiziert und der Hauptunterschied ist, bei den SBTs ist die Transferfunktion deaktiviert und SBTs bleiben permanent an einer Wallet-Adresse gebunden. Gut, schauen wir uns ein Beispiel an für ein HOAP und hier möchte ich gerne das Git-HOAP zeigen, welches hauptsächlich von Krypto-Projekten genutzt wird. Und hier zum Beispiel habe ich eine Erinnerung, das ist Git-HOAP und da habe ich jetzt auf der Blockchain eine Erinnerung, dass Open Zeppelin im Jahre 2019 und Geth, der Go Ethereum Client im Jahr 2016 schon nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Das waren gute alte Zeiten. Und gemäß dieser Beschreibung hier braucht es für ein HOAP braucht es drei wichtige Anforderungen. Das sind diese drei hier. Und zwar muss das Minting über den offiziellen HOAP Smart Contract erfolgen. Zweiter Punkt ist, die Metadaten müssen muss ein spezifisches Datum oder eine Periode, maximal ein Jahr, beinhalten und ein eventspezifisches Bild muss dem Token zugeordnet sein. So, nun lassen Sie uns einen HOAP erstellen. Und zwar machen wir das auf dieser Seite. HOAP und zwar HOAP XYZ und hier habe ich bereits mich eingeloggt und hier kann ich auf die Hauptseite gehen. Ich habe das auch schon letztes Jahr gemacht und jetzt kreiere ich einen neuen Drop. Hier habe ich den Titel, da habe ich natürlich mit Cloud AI habe ich da einen fancy Titel gefunden. Könnte auch für LinkedIn passen. Unlock the HOAP Dimension, your digital existence amplified. Und dann als Text, a groundbreaking blockchain experience at Oster Rapperswil. Prepare to be amazed. This isn't just a lecture, it's your gateway to becoming part of blockchain history. Yeah. Und natürlich die Webseite. Das ist dsl.ost.ch. Gehen wir auf die Vorlesungsseite. Das ist diese hier. Und da können wir das hinzufügen. Das wird morgen stattfinden. Update auch morgen. Personal in person city
Rapperswil, Country Switzerland, Attendees, sag mal 30. Und natürlich Artwork. Und hier habe ich auch ein Artwork vorbereitet mit AI. Das kann ich mal hochladen. Also hier habe ich ein Bild vorbereitet von meiner Kamera. Und dann mit diesem Prompt verbessert, make the face in the art of the Family Guy. Ob das nun ich bin, darüber kann man diskutieren. Auf jeden Fall möchte ich das Bild verwenden, um es hier hochzuladen. Dann nehme ich dieses hier. Und jetzt kann ich diesen Poap erstellen. Und genau, den Event haben wir erstellt. Und ich werde jetzt noch einen QR-Code erstellen. Und dieser QR-Code kann dann in der Vorlesung gescannt werden. Und dann könnt ihr einen Poap minten. Genau, das ist die Veranstaltung. Und diesen QR-Code werde ich zeigen. Ihr könnt es euch einscannen. Es ist auf der Gnosis-Chain. Ihr könnt es auch transferieren, wenn ihr möchtet, auf die Ethereum-Wallet. Und dann könnt ihr es auf der Blockchain verifizieren. Ihr könnt es auch auf MetaMask verifizieren, dass ihr eben diesen Poap habt. Und das werde ich hier machen. Website. Duration. Mint Window startet am 29. und zwar um 8 Uhr und closes at 3 Uhr. Amount 30, Submit Request. Und jetzt gibt es ein Review. Das geht ein paar Stunden. Das letzte Mal ist es relativ flott gegangen. Und wenn ich dann das OK erhalte, kann ich dann euch morgen den Link zeigen und dann können wir morgen Poaps minten. Das heißt, schaut morgen, dass ihr eure Wallets mitnehmt, MetaMask idealerweise auf dem Handy, dann kann man auch den QR-Code leicht abfotografieren und dann könnt ihr den Poap minten und dann habt ihr einen digitalen Nachweis, dass ihr vor Ort physisch in der Vorlesung wart.